So Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim Ice Live Talk Radio. Freitagnacht, offene Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Also freie Themennacht. Meine ersten Anrufe heute Nacht sind Thomas und Tatjana. Hallo. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Erstmal habe ich den Thomas dran. Genau, das ist richtig. Thomas ist zwei. Am besten, ich mache mal eben meinen Fernsehleiter, sonst halt das. Das gleich. Wäre sehr, sehr pfiffig, ja. Der Thomas ist 22 Jahre alt. Einen Moment. Das ist ein bisschen schwierig, einen Fernseher leise zu kriegen. Da muss man schon ein bisschen fummeln. Ist gemacht. So, Thomas ist 22. Genau. Und Tatjana, die in deiner Nähe ist 19. Tatjana ist 19. Ja. Um was geht's denn, Thomas? Also wir haben, also das ist auch wirklich ungewöhnlich, die Redaktion meinte gerade auch schon, ob wir nicht versuchen, die auf den Arm zu nehmen. Ja. Also wir haben das ab und zu mal so, dass wir das in Koffern treiben. Dass ihr das in Koffern treibt? Also Verkehr in Koffern. Also wir sprechen über Geschlechtsverkehr. Genau. Ihr führt den Geschlechtsverkehr ab und zu schon mal in Koffern aus. Genau, das ist richtig. Also da bin ich da drauf gekommen. Da war ich auf dem Flughafen, wollte meine Freundin abholen. Sie kam also vom Urlaub aus Russland wieder. Ja. Und ja, am Flughafen sieht man natürlich ganz viele Koffer und ja, und dann denke ich mir, wie wäre das eigentlich mal Sex im Koffer? Und ja gut, also dann habe ich sie dann auch natürlich empfangen, wo sie dann auch vom Flughafen kam. Ja. Ja, und dann wo ich dann abends, dann wollten wir dann, hatten uns dann zwei Wochen nicht gesehen und wollten dann natürlich auch Sex haben. Ja. Und ja, da hatte ich ihr dann halt mal das Angebot gemacht, wie wäre das eigentlich mal, wenn wir jetzt Sex im Koffer hätten? Da hätte ich gerne den Blick von Tatjana gesehen. Sie war natürlich schon sehr sprachlos. Aber Thomas, dafür braucht man doch einen großen Koffer. Wir kaufen uns da zwar nicht extra Koffer für, ja, aber also wir passen da auch nicht ganz rein. Also dass möglichst unser Po und also Rücken und so da zumindest so da reinpasst. Ja. Und als du das deiner Tatjana vorgeschlagen hast, lass uns doch mal Sex im Koffer machen. Was hat sie denn da gesagt? Also sie war natürlich schon erst ein bisschen schockiert. Verwundert und verwirrt. Ja. Aber natürlich, sie hat gesagt, du bist mein Freund, wieso sollte ich dir nicht mal den Gefallen tun? Genau. Ich bin experimentierfreudig. Ja. Wieso sollten wir das nicht ausprobieren? Und ja, dann hatten und so handhaben wir das dann manchmal, dass wir Sex im Koffer haben. Wir haben natürlich nur Sex im Koffer, aber das halt ab und an mal. Ist ja ein schöner Krimi-Titel, ne? Sex im Koffer. Ja. Also, wie oft habt ihr denn Sex im Koffer? Sagen wir mal so, im Monat haben wir das ungefähr so 6 bis 7 Mal. Also das sind der große Koffer, der euch gehört, der bei euch zu Hause irgendwie rumsteht. Genau. Aber also der muss ja dann, auch wenn der nicht ganz reinpasst, der muss ja schon ziemlich groß sein. Wie sind denn die Ausmaße ungefähr? Also das möglichst, also wir haben das zwar nicht ausgemessen, dass möglichst unser Po und Rücken damit reinpasst, unsere Füße und Kopf hängen dann zwar noch raus, aber wir legen den Koffer dann ja auch aufs Bett. Aber damit das nicht ganz so hart ist. Aber der Koffer ist dann natürlich aufgeklappt. Natürlich, also natürlich. Wenn man den zumachen würde, das würde nicht gehen. Also Ich dachte so, wenn schon, dann wäre das natürlich ganz besonders pikant. Wenn man einen so großen Koffer hätte, wo man so reinkrabbelt, klappt die Klappe zu und dann geht's zur Sache. Was ist das Schöne am Sex im Koffer? Nein, das war diese Vorstellung, weil ich war am Flughafen, weil meine Freundin, sie ist eine natürliche Russin und hatte Urlaub in Russland gemacht. Habe ich schon alles verstanden. Die Frage war nur, was ist jetzt besonders schön daran, Sex im Koffer zu haben? Vielleicht diese Enge in diesem Koffer, weil im Bett hat man ja sehr viel Platz und so und kann sich drehen und wenden, wie man Versteht. Will. Aber nach oben ist der Koffer ja eben offen und die Enge ist nicht gegeben. Also so eng ist es dann nur von den Seiten her. Nein, aber dass man möglichst nicht aus diesem Koffer rausrutscht. Verstehe. Jetzt gib mir doch mal bitte die Tatjana, Thomas. Einen Moment, das mache ich. Tatjana. Ihr sollt den Fernseher leise lassen. Ja. Hallo Tatjana. Hallo. Das ist ja eine schöne Sache, die ihr da so betreibt. Ja. Ja.
Wie war denn das für dich, als der Thomas zum ersten Mal gesagt hat, komm, Sex im Koffer? Ja, das war natürlich sehr außergewöhnlich für mich, aber ich dachte, das ist eine gute Idee und warum nicht? Ich tue ihm mal den Gefallen. Hast du nicht im ersten Moment gedacht, tickt der nicht ganz sauber? Ja, doch schon. Mein Freund ist ja sowieso durch und durch ganz verrückt, aber das hat mich eigentlich nicht gewundert, dass er mal auf so eine Idee kommt. Ja. Und dann habt ihr es gemacht und dann ist es auch gut, es gefällt dir auch. Ja, ich musste zwar dabei auch ein bisschen lachen und so, aber es war ganz interessant. Ich stelle mir dieses Bild ja so kurios vor, würde ich mir gerne mal angucken. Wenn ihr da die Beine hängen raus und die beiden Po's sind in dem Koffer drin und der Kopf hängt auch raus, ne? Oder wie? Ja. Das ist doch nicht bequem, Mensch, das drückt doch überall. Ja, wir haben auch nicht nur Koffer, aber auch hier so Reisetaschen. Also es sind nicht nur Koffer, also es ist auch nicht jeden Tag nur ein Koffer. Ja, aber ihr könnt doch nicht in einer Reisetasche Sex machen. Ja, das ist ja das Gleiche wie ein Koffer eigentlich. Das muss dann mal da. Ein Riesending sein, Koffer. Ne? Wie bitte? Ja, aber das muss dann ja ein Riesending sein von Reisetasche. Ja, man passt, also es ist ja nicht ganz mit Kopf und Füße da mit drin, aber so der Körper eben, ne? Der Thomas hat gerade gesagt, ihm gefällt so gut daran, dass das irgendwie so beengt ist, also zumindest so untenrum. Ich kann das auch ein bisschen so verstehen von ihm, er ist ja so ganz verrückt und ich... Machst du es nur so ihm zuliebe mit oder ist es für dich auch irgendwie reizvoll? Für mich ist es auch reizbar, doch schon. Ja? Und was ist genau der Reiz für dich, kannst du es erklären? Ja, erstens sowieso, dass ich ihm den Gefallen damit tue, weil ich ihm auch was Gutes damit tue, aber auch für mich, weil mir das Sex macht ja sowieso Spaß. Ja. Einfach alles, ne? Sex im Koffer. Ja, aber was anderes, ne? Du machst ja sowieso an außergewöhnlichen Orten Sex und deswegen, warum auch nicht im Koffer? Ach so, ihr seid da überhaupt sehr experimentierfreudig. Ja. Das ist also nicht nur der Koffer, der herhalten muss, sondern ihr habt auch an ungewöhnlichen Orten Sex. Ja, das auch. Zum Beispiel? Draußen, im Park, überall eigentlich. Also richtig im Freien, am See, im Wald... Im Park. Das Gefühl einfach, sowieso das Gefühl im Park, dass man erwischt wird und das reizt einen ja auch schon. Das ist der Reiz, ja. Okay, im Koffer wird man zwar nicht erwischt, aber trotzdem. Ich meine, ihr könntet ja schon mal Sex im Koffer am Flughafen oder auf dem Bahnhof haben. Ja, das wäre auch mal eine gute Idee. Aber dann müsstet ihr den Koffer zumachen, dann wär's ganz schräg. Nein, im geschlossenen Koffer natürlich nicht, das geht ja. Nee, das ist so. Geht alles. Was war denn bisher der ungewöhnlichste Ort, an dem ihr Sex hattet? Außer dem Koffer, der ist schon sehr ungewöhnlich. Im Boot war eigentlich so, dann noch auf der Toilette, in der Kirche auf der Toilette. Oh. So einige Orte. Also ihr seid gut drauf diesbezüglich. Ja, experimentierfreundlich, wie du schon gesagt hast. Ja. Liebe Tatjana, vielen Dank und gib mir vielleicht kurz nochmal den Thomas. Von dir verabschiede ich mich schon mal. Okay, alles klar. Dann tschüss. Ja. Also ich merke schon, dass ihr sehr pfiffig seid und sehr experimentierfreudig. Ja, also wir sehen uns das sowieso, man lebt ja nur einmal im Leben und deswegen viel ausprobieren. Gibt es noch hast du irgendeine Idee, was ihr demnächst mal angehen könntet an Besonderheiten? Also uns kommen ja sowieso eigentlich spontan so Ideen, so wie das spontan mit dem Koffer kam oder mal so wie Tatjana gerade sagt, Sex auf der Kirchentoilette und... Ja. Das kommt dann einfach alles spontan. Zum Beispiel, wir sind dann am Strand und wir denken uns einfach, gucken uns dann um. Wieso nicht? Mal eben schnell ein Quickie oder... Es gibt nur 1000 interessante Orte wahrscheinlich für euch. Ja. Und da seid ihr noch viele Jahre beschäftigt, glaube ich. Ja, also deswegen sehen wir, weil wir leben nur einmal und wir wollen viel erleben. So, das ist eine gute Einstellung. Dann wünsche ich viel Spaß weiterhin im Koffer. Ja. Und danke. Bei allen anderen Experimenten, die ihr da veranstaltet auch. Und falls ihr nochmal was ganz Besonderes macht, dann bitte ich dich, uns hier zu informieren und dann unterhalten wir uns nochmal. Ja, kein Problem. Domian, kann ich noch ein Autogramm bekommen für mich und meine Freundin? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Okay, das würde mich freuen. Jo, okay. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Unsere Mailadresse domian@rde, wenn ihr mailt, bitte... eure Telefonnummer unbedingt reinschreiben und kurz ein paar Worte oder ein paar Sätze zu eurem Thema und dann können die Kollegen das sehr schnell im Hintergrund bearbeiten. Weiter geht es mit Toni. Toni, wo ist er hier? Toni. Hier ist er, 28. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Toni. Hallo. Genau. Ja. Und was geht's bei dir?
Ja, mein Thema ist auch Sex, und zwar Sexpraktiken. Aha. Und zwar halt Analsex. Mhm. Und ich habe eine Freundin seit mehreren Jahren, mhm, und sie steht total auf Analsex, aber halt bei mir. Sie steht auf Analsex bei dir? Ja, genau. Aha. Also das heißt mit Hilfsmitteln, oder was? Ja, genau. Mit Dildos? Ja, genau. Ja. Zum Beispiel auch mit Umschnalldildos. Ach, mit Umschnalldildos? Ja, genau. Steht sie da besonders drauf, oder du musst doch da auch dann drauf stehen? Ja, ich stehe da auch drauf. Also das hat sich so ergeben im Laufe der Zeit. Ja. Also zuerst haben wir das so mit Fingern gemacht. Ne? Ja. Hat mich so stimuliert, sie hat das einfach ausprobiert. Ja. Hat mich angemacht. Ja. Ja, und dann hat sich das immer so ergeben, von Mal zu Mal. War dir das unangenehm, so als Hetero-Kerl das einzugestehen, dass du da in der Region auch empfindlich bist und interessiert? Ja, ich sag mal so, wenn man halt dabei ist, wenn man geil ist, so, dann denkt man ja nicht viel nach. Ja. Also, das ist einfach so passiert, so mit dem Finger erstmal so ein bisschen und so. Ja, weil natürlich alle sofort so eine Assoziation haben, das ist eine schwule Sexpraktik, was natürlich Unsinn ist. Aber so ist die übliche Überzeugung. Ja, ich sag mal so, das denken viele Leute halt auch in den Gesellschaften so, aber genau. Ich finde das einfach totaler Quatsch. Also ja. Medizinisch mal, vielleicht so wie in der Prostata, ist ja klar, man ist da erregt und so. Ja. Und daher. Wie alt warst du, als du es zum ersten Mal so gemerkt hast, da bin ich schon interessiert und empfindlich? Ja, so schon, war ich schon ein bisschen jünger, so 19, 20. Ach so, so früh schon. Mhm. Ja. Und mit deiner jetzigen Freundin praktizierst du das zum ersten Mal so richtig? Ja, genau. Ja. Weil habt ihr euch so vorgetastet, erst mit den Händen, wie du gerade erzählt hast? Ja, erst mit den Händen so, also auch beim Oralverkehr. Ja. Wo sie halt bei mir Oralverkehr gemacht hat, hat sie so ein bisschen rumgespielt und... So, und dann wurde irgendwann ein Umschnall-Dildo gekauft. Ja, ganz genau. Das ist natürlich dann schon eine ungewöhnliche Sache, ne? Dass du penetriert wirst von deiner Freundin. Ja, ist ungewöhnlich, aber hat mich irgendwie auch angemacht. Ja, und findet sie das, ich meine, sie hat ja direkt dann in direkt nichts davon, sie ist ja nur so das ausführende Organ, sie spürt das ja nicht, aber sie macht sie es auch gerne oder macht sie es nur dir zuliebe? Ja, also sie macht das schon gerne und ich habe auch das Gefühl, dass sie gerne so mal die Rollen tauscht. Ach so, ja genau, dann kann sie sich, ist sie quasi in der Rolle des Mannes. Ja, genau. Und kann sich da so reindenken. Und du bist quasi irgendwie in einer, zumindest in einer Rolle der Frau vielleicht nicht, aber in einer anderen Rolle, als du sonst bist. Ja, also ich empfinde das jetzt nicht so, dass ich in einer anderen Rolle bin, aber es macht mich halt an, so, dass sie halt so ein bisschen dominant ist. Und, ja. Und ja, sie trägt auch hübsche Klamotten dabei. Ach so. Und der ganze Anblick halt ist halt schön und ist halt anders, weil... Ach so, da ist so ein bisschen SM dabei auch, dass sie dominant ist, was du... Und was für Klamotten hat sie? So ein bisschen Lackleder? Ja, so ein bisschen Lackleder und schöne Hochstiefel. Ach so, also doch, dann richtig das volle Programm. Ja, das hat sich halt so mit der Zeit ergeben und sag mal so, wenn man halt dann dabei ist, ist man auch viel freier, man denkt nicht viel nach und ja. Also ich denke dann halt nicht, sie ist ein Mann oder ich bin eine Frau oder so. Ja. Und das ist dann so ein schönes Spielchen, ja. Was einen richtig scharf macht und dann... Aber es gibt dann auch den normalen Sex zwischen euch beiden. Ja, gibt's auch. Gibt's auch. Aber das ist so, ist das so das Vorspiel, dieses, was du gerade beschrieben hast? Nein, also es gibt auch schon mal so, dass wir wirklich so das über ein, zwei Stunden länger machen. Ja. Und, dass dann an den ganzen Abend so irgendwie diese Spielart das machen und anderen Tagen wieder normalen Sex. Ach so. Wenn sie in dieser Rolle ist, ist sie auch ein bisschen, weiß ich nicht, packt sie dich auch ein bisschen härter an? Kriegst du schon mal Klaps auf den Po? Nee, das nicht, aber ich glaube, sie macht das sehr an. Wir haben so einen Spiegel im Schlafzimmer. Ja. Und sie macht das, glaube ich, auch sehr an, wenn ich dann dieses, sagen wir mal, Kunstglied in meinen Mund nehme. So. Ach so. Das findet sie sehr gut. Ja, klar. Das ist natürlich genauso, wie viele Mädels, sehr viele Männer auf so lesbische Sexszenen stehen. Ja. Ist natürlich auch andererseits, dass Frauen sich auch gerne so homoerotische Sachen, und das ist ja so ein bisschen, was du gerade beschrieben hast, geht ja in die Richtung. Ja, genau. Könntest du dir denn vorstellen, ich meine so nur so ganz rein, mal so in der wilden Fantasie, dass du auch mal mit einem Typ Sex hättest? Nee, eigentlich gar nicht so. Gar nicht. Also wenn die Rolle, die deine Freundin hat, wenn die mal einen Mann übernehme? Nee, also könnte ich mir gar nicht vorstellen, weil halt auch bei meiner Freundin ist das halt so. Sie ist eine Frau und sieht sexy aus. Ja. Halt auch Brüste, lange Haare und so ist sexy. Natürlich. Das kann kein Kerl bieten. So sieht's aus. Ja.
Erzählst du darüber oder redest du darüber auch mit deinen Freunden und Kumpels? Nee, gar nicht so. Gar nicht. Ja, die würden wahrscheinlich die Nase rümpfen, ne, oder? Ja, die würden sagen, ja, was ist das denn und so. Mhm. Und ja, das hat sich halt so über die Zeit ergeben, weil ich sag mal so, jeder, der ein bisschen medizinisch Ahnung hat, der weiß ja, dass der Mann an der Prostata ja schnell stimuliert werden ja kann. Und ja, das ist eigentlich ein angenehmes Gefühl. Ja. Und dann hat sich das halt alles so ergeben, so ja, mal ein bisschen weitergegangen und so, und dann findet man auch Spaß daran. Sag mal, diesen Umschnall, dieses Umschnallgerät, ne? Ja. Kann man das so, ich habe es noch nie gesehen, so den, kann man das so fest umschnallen, dass das richtig, richtig auch fest sitzt dann? Ja klar, also es gibt da so, wie bei jedem Spielzeug, billigere Spielzeuge, teure Spielzeuge. Ja. Die können so richtig festgeschnallt werden, wie so ein Gürtel. Und können dann entsprechend auch gebraucht werden. Ja, ganz genau. Und zum Einsatz gebracht werden. Ja, natürlich. Ja. Gibt es da eine Steigerung, wo du noch was sie mal machen könnte mit dir? Ja, also sie hat mal so zum Gespräch gebracht, dass sie vielleicht noch eine Freundin dazu holen möchte. Ah ja. Die dann auch einen Umschnall-Dildo hat. Ja. Also braucht sich zwei. Ja. Oder sie hat auch schon mal ja so darüber gesprochen mit einer Transsexuellen. Ach, damit könntest du dich anfreunden. Ja, weil das ist, sag ich mal, ja so von der Optik. Eine Frau? Eine Frau, ja. Brüste? Genau. Genau. Und verstehe. Dann andere Gedanken. Ich verstehe, ne? Das wäre so die Synthese, wo du dich hinbewegen könntest. Ja, ganz genau. Also ihr könnt dann eine ganze Menge noch Spaß haben, wenn ihr das noch weiter ausbaut. Und deine Freundin ist offensichtlich auch experimentierfreudig. Ja, natürlich. Und hat Spaß daran. Wie lange seid ihr beiden zusammen schon? Ja, über 5 Jahre jetzt. 5 Jahre? Ja. Ja. Also aber das Sexleben ist dann sehr aktiv bei euch und keinesfalls irgendwie eingeschlafen. Nein, sehr aktiv, ja. Sehr aktiv. Sehr, sehr aktiv. Ja, Toni, finde ich super. Finde ich wunderbar. Also nichts gegen einzuwenden. Genießt es und wenn ihr mal eine Session mit einem Transsexuellen hattet, rufst ihr mich wieder an. Alles klar. Okay. Ja. Lieber Toni, alles Gute und schönen Gruß an deine Freundin. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50 und weiter geht es mit dem Alexander. Und Alexander ist 35 Jahre. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Alexander. Weswegen rufst du mich an? Ja, mal was ganz Kurioses. Ich werde gestalkt von einer Frau. Du wirst gestalkt von einer Frau? Also belästigt, eine Frau stellt dir nach und geht dir sehr auf die Nerven und macht Psychoterror. Definitiv. Ja. Erzähl mal, was ist das für eine Frau? Also ich fange jetzt erstmal mit mir an, ganz kurz mal. Also ich bin kein Mauerblümchen, das heißt, ich kann mich verteidigen. Ich mache beruflich Kampfsport, ich möchte jetzt nicht ganz genau sagen, was. Ja. Und kann mich definitiv verteidigen und habe auch mit Sicherheit ein gutes Umfeld, wenn es drauf ankäme. Ja. Und habe mir vor einiger Zeit noch gesagt, weil das Stalking-Gesetz ist jetzt offiziell noch nicht richtig durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, wann es in Kraft tritt. Es ist verabschiedet im Bundestag. Ich ja, weiß nicht. Bitte, Kripo, ja, derzeit bin ich da schon völlig versiert, weiß ganz genau Bescheid. Ja. Und die sagen auch, das kommt jetzt vielleicht, aber noch ist es nicht. Man muss halt auf dem zivilrechtlichen Weg, muss man da was machen. Ja. Und ich habe mir vor Monaten noch gedacht, ach Stalking, wenn mir das mal passieren würde, würde ich drüber lachen. Mhm. Und jetzt bin ich selbst einer. Ja. Ich könnte mich gegen Gott und die Welt verteidigen, will ich aber eigentlich gar nicht. Ja. Und mir ist so ein normaler Fight eigentlich lieber wie jetzt mit irgendeinem Psychoterror. Und jetzt ja kommt eine Frau daher und macht dich fix und fertig. Wie lange geht das schon so? Seit 3 Monaten und die kennt mich scheinbar seit 1,5 Jahren. Die verfolgt mich schon seit 1,5 Jahren, das musst du mal reinziehen. Hast du mit der irgendwie mal ein Verhältnis nichts gehabt? Null, ich schwör's null dir, bei Gott, nichts, gar nichts. Die und kommt aus Köln, ich wohne hier im Rhein-Main-Gebiet. Und also ich muss dazu sagen, ich bin Doppelgänger von einem Schauspieler, der heißt Vin Diesel. Vin Diesel? Ja, Triple X, Riddick und das alles. Action-Darsteller. Ja, ja, auch so ein Glatzkopf halt. Ja. Und seit ich halt keine Haare mehr habe, ich rasiere mir die selbst ab, sagen halt, ich habe viel mit Amerikanern zu tun. Ey, ja, du siehst so aus wie der. Und ja, da kam mal im Fernsehen RTL, Deutschlands bester Doppelgänger. Ach so. Aufruf für Doppelgänger, da habe ich mich dann beworben. Hat das damit was zu tun, dass sie dich... Ja, ja, da komme ich jetzt gerade ins. Ja. Dann schrieb die mich mal vor kurzem an. Was heißt vor kurzem? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Sie hat ein Fanforum ja von dem Schauspieler Vin Diesel. Ich soll da mal raufkommen. Ich dachte, ja gut, das guck mir das mal an. Ja. Sah relativ professionell aus, weil eine Webpage kann man ja designen, ist ja kein Problem. Mhm. Und hab gemeint, das ist ja für mich ein Portal, um mich da ein bisschen zu werben. So ist es ja nicht. Ja. Mhm. Hab das auch gemacht, bin da rein, hab da ein bisschen mitgesprochen mit denen. Man muss die Leute ja ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich schon gemerkt, wie sie sich so ein bisschen zu freundlich benommen hat und habe schon gemerkt, das ist nicht das, was ich will. Ich bin auf professioneller Ebene, Geschäft und privat trenne ich grundsätzlich auch in meinem anderen Beruf. Kurze Zwischenfrage. Versuchst du irgendwie ein bisschen Kohle damit zu machen, dass du diesem Schauspieler sehr ähnlich siehst? Ich
ich mache damit ein bisschen Geld. Du machst damit ein bisschen Geld, okay. Das kam mir unweigerlich dazu, das kamen Angebote und ich habe dann auch selbst einen Kurzfilm gemacht. Ja, ist auch okay, ich wollte es nur wissen. Ja. Ja. Und dann fingen die halt so an, immer in dem Forum. Ich habe dann einen Account eröffnet und dann fingen die an, hey, ich finde hier ganz toll, auch öffentlich, habe ich gesagt, dazu, lass das, schreib da nicht solche Sachen. Ich bin hier auf dein Board gekommen, um mich ein bisschen zu werben und sonst nichts. Ja. Dann ging es halt massiv weiter. Und hast du die denn irgendwann mal live getroffen, die Frau? Ja, das war kurz darauf, also die hat sich da ein paar Mal verplappert und hat mich beleidigt. Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt machst du auf Diplomat, jetzt gehst du gar nicht so forsch nach vorne, sondern jetzt machst du es mal ganz anders. Habe ich ihr gesagt, okay, ich verzeihe dir, kein Thema, lass uns mal in Ruhe das alles beenden und wir werden Freunde bleiben, dann ist gut. Dann hat sie mir mal angeboten, ein bisschen später, so ein, zwei Wochen später, sie ist Journalistin, hat sie erzählt, die ganze Zeit, sie würde gerne ein Interview von dir machen. Dann habe ich gesagt, wenn wir das Interview machen, musst du dir eins merken, nur auf der Basis, das möchte ich schriftlich, habe ich auch schriftlich, ja, und es wird hier keinen privaten Techtelmechtel geben, das sage ich dir gleich, und es ist auch nur, wenn du mir nachweisen kannst, dass die Zeitung das Angebot auch annimmt. Von dir. Hat sie mir also auch bestätigt, ja, war hier, hat das Interview gemacht, lief auch alles relativ normal. Ja. Was war dein Eindruck von der Frau? Ja, sehr, sehr stark psychotisch. Schon, obwohl sie das dann professionell abgezogen hat. Ja, ja, die konnte nicht richtig schreiben. Ich musste den ganzen Text korrigieren, da war mir das schon peinlich. Dennoch hatte sie den Auftrag von der Zeitung. Hatte den Auftrag von der Zeitung? Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Ja. So, jetzt sag mir mal, was sie alles macht, wie sie dich verrückt macht. Ja, die schreibt mir, die harmlosen Dinge sind SMSen, E-Mails aufs Perverseste, Anrufe mit Beleidigungen, Drohungen und meine Eltern beleidigt sind all die ganzen Geschichten und den gleichen Abdruck sagt sie, sie liebt mich, sie will Kinder von mir. Ich habe sogar SMSen hier, wo sie mir schreibt, sie will in die Psychiatrie eingewiesen werden mit meiner Hilfe, aber sie gibt mich niemals auf, sie lässt mich in Ruhe, habe ich alles schwarz auf weiß. Steht sie bei dir vor der Tür auch? Bis jetzt noch nicht, ja. Also sie sagt aber, sie war manipuliert beim Motorrad, ich fahre auch ziemlich aggressiv Motorrad, ja, und hat gesagt, sie wird mir mal die Bremsen manipulieren, dass ich mal gegen die Wand fahre und solche Sachen. Das interessiert mich alles gar nicht, das sind doch die harmlosen Sachen. Die brutalen Sachen sind die, dass sie mich in der Öffentlichkeit schlecht macht. Sie geht ins Internet und verbreitet halt Gerüchte über mich in diversen Foren, was ich auch schon ausfindig gemacht habe. Ach so, über genau. Google ist es also dieses Geschäftsschädigen quasi für dich. Ganz genau, Rufmord, Geschäftsschädigen. Und irgendwann der Kripo-Beamte hat auch gesagt, du musst aufpassen. Und das jetzt ist ein Aufruf an alle Zuhörer oder Zuschauer hier. Wenn einer gestalkt wird, geht zur Polizei. Weil das Schlimmste ist, dass die Polizei hat gesagt, was passieren kann, die Person manipuliert Fotos und das kann die richtig gut. Dann erscheint plötzlich dein Gesicht bei einem Typen, der gerade mit dem Kind was anstellt. Verstehe. Und dann stehst du richtig scheiße da. Das musst du erstmal in der Öffentlichkeit verteidigen und so, dann macht dich psychisch total fertig. Ja. Das glaube ich, natürlich, definitiv. Du hast Kontakt mit der Polizei. Ja, jetzt war gerade meine Frage, du wirst sie beantworten können, weil du besser informiert bist. Ja. Ab wann tritt das neue Stalking-Gesetz in Kraft? Können die jetzt momentan noch nicht sagen. Das weiß man noch nicht? Nein. Ja, aber die Steuererhöhung 19%, das läuft, ganz klar. Aber solche Sachen, das läuft noch ein bisschen parallel. Der Kripo-Beamte, den ich hier habe, ja, das sind zwei richtig gute Experten. Die helfen mir da wirklich so gut es geht. Die haben mir auch wirklich gut Beratung gegeben. Das heißt, letztendlich musst du die... Zu ich musst du selbst zahlen, ja. Ja, und du musst letztendlich abwarten, bis das Gesetz in Kraft tritt, um richtig dann auch was unternehmen zu können. Ganz genau. Jetzt muss ich, der Kripo-Beamte hat gesagt, ich muss es jetzt von hinten durch die kalte Küche. Ich muss eine einstweilige Verfügung erwirken über den Anwalt, ja. Ja. Wenn sie gegen diese Verfügung verstößt, begibt sie eine Straftat. Ja, und dann kann man offiziell gegen sie gehen. Das ist ein ganz verstricktes Gesetz. Also ganz nervig, was man da an der Backe hat. Und das ist auch, ich habe auch Frauen, die ich unterrichte, die schon geschändet wurden und was auch immer. Also ich unterrichte auch Frauen und Kinder, ja, dass die sich gegen solche Verrückte verteidigen können. Aber es sind nicht immer die Männer. Die sollen nicht immer nur auf den Männern rumgehauen werden hier. Ja, natürlich, ja, definitiv. Sind auch die Frauen. Und die Frauen wissen ganz genau, wenn es ein Typ wäre, was würdest du tun? Ja, ich hatte ja solche Fälle auch schon, dass mich jemand aus Neid hier, ich sagte, ja zu, komm, wir treffen uns hier an einem Walmart-Parkplatz oder beim Bahnhof irgendwo. Ja. Und dann wird entweder drüber gelacht, wie in diversen Fällen, wenn der Lachen ist, okay, dann kommen sie nicht, haben sie keine Eier. Und wenn einer meint, okay, willst du wissen, dann trifft man sich, zwei, drei Rückendeckungen und dann wird das halt ausgekämpft. Das wenn geht einer meint, er muss hier auf Mafia machen, das ist zwar auch absolut lächerlich, aber dann ist es vom Tisch, ja. So, das geht in diesem Fall natürlich nicht. Ich habe keine Frauen, dann da sind hier die Hände. Ich habe jeden Tag ein Alibi. Ja. Jeden Tag habe ich irgendeinen Beweis, falls die behaupten, die bei ihr vor der Tür stehen, habe ich immer irgendwas, wo ich nachweisen kann, dass ich nicht da war. Ich wundere mich, dass du du könntest doch zum Beispiel gewisse Schutzmaßnahmen einführen, dass deine, beispielsweise, du könntest eine andere Handynummer dir besorgen. Ist mir empfohlen worden. Ja, da gibt es wahrscheinlich viele Sachen, wo du dich einfach ein bisschen abpuffern kannst. Das stört mich gar nicht. Die sollen mich anrufen. Wenn sie anruft, lege ich wieder auf. Die E-Mails beantworte ich gar nicht. Damit kann ich leben. Die hört von selbst auf, würde ich hoffen. Ja. Also für dich ist das Schlimmste die Rufschädigung. Ganz genau. Das macht mich fix und fertig. Dass sie da hingeht und Gerüchte
und die kann das richtig gut, die ist so eine Dummraffinierte. Mhm. Und jeder Trottel geht halt hin und glaubt, oh, das ist eine Frau, der andere ist ein Mann. Natürlich ja, ist ja, dann jemand das ja, Schuldige. Ja, ja. Hast du irgendwas über diese Frau mal ausfindig machen können? Hintergrund, Vergangenheit ja, und so? Das hat sich eine andere Forenbetreiberin, auch ein Fanforum hat die, wird auch belästigt von der seit 1,5 Jahren. Und da hat die Tussi, musst du dir mal vorstellen, hat die andere aufgehetzt, dass sie mich schlecht machen will und sich selbst. Also sie hat quasi ein Phantom erfunden, um sich bei mir einzuschleimen. Wahnsinn. Das kam jetzt alles raus. Und die ist auch beim Anwalt und wir wollen jetzt halt gegen die kämpfen. Und da gibt es noch so einen jenischen Verband, so ein jenischer, weiß nicht, irgendein Verband halt. Die haben mich gestern angeschrieben, dass die Schwester von dem Leiter des Verbandes ja auch belästigt wird von der. Und die sind auch beim Anwalt. Ich werde noch ausfindig machen, ob das stimmt. Also. Aber da gibt es wirklich viele Leute, die belästigt werden von der. Die hast du eine ganze Menge an der Backe? Kann man dir nur wünschen, dass du da die Nerven behältst und das durchziehst? Ja, ich wollte auf jeden Fall mal hier die Zuschauer ein bisschen auch mal aufrütteln, weil ich habe über dir schon viel gehört, ich gucke es regelmäßig, dass da Leute wirklich verzweifelt sind. Ja. Jungs oder Mädels, geht zur Polizei. Ja, definitiv. Einfach so hinnehmen, die hören nicht auf. Und auch wenn euch einer verfolgt, das hört nicht auf. Es ist ja wirklich ein Segen, dass die Politik nur reagiert hat und dass dieses Gesetz zumindest schon mal verabschiedet wurde. Ja, ich hoffe, da passiert bald mal was. Das hoffe ich auch bald, ja. Genauso die Kinderschänder, da spazieren sie auf Knastdächern rum, die werden haben hier Freigang, aber die Steuer wird halt schön erhöht. Oder die ganzen Verabschiedungen jetzt für die reichen Steuererlässe, sowas wird schnell verabschiedet. Aber wenn dann so ein pädophiler Penner auf dem Dach rumläuft, wird nichts gemacht. Der gehört runtergeschossen wie ein Spatz von der Stange. Das ist meine so kann man es auch nicht sagen, aber dass die zu lasch da mit dem umgegangen sind, das sehe ich ganz genauso. Ja. Lieber Alexander, also ich hoffe, dass du da unbeschadet letztendlich rauskommst aus der Sache und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, ja. Okay, tschüss. Jo, ciao. Jo. Und hier ist Christian. Christian ist 43. Hallo Christian. Ja, hallo. Guten Morgen Christian. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist auch Sexualität. Ich bin seit 7,5 Jahren verheiratet. Mhm. Wir haben eine 5-jährige Tochter. Mhm. Und seit der Geburt ist eigentlich im sexuellen Bereich bei uns eigentlich relativ wenig los. Also ist das das einzige Kind? Ja. Ja. Mhm. Seit der Geburt ist tote Hose. Ja, mehr oder weniger. Ja. Also es ist sehr selten. Das liegt halt auch meiner Frau und die möchte nicht mehr so oft. Ist irgendwie nicht so stimuliert. Wie alt ist deine Frau? Die ist 37. Ja. Also sie bremst eher. Du würdest schon gerne wollen mit ihr? Ja. Aber sie will nicht mehr. Ja, nicht. Sie will nicht mehr, aber es ist für sie einfach schwierig reinzukommen. Also wenn ich sie berühre oder so, dann ist ihr das manchmal unangenehm. Und es gibt eigentlich immer nur geplanten Sex, wenn es welchen gibt. Was heißt geplanten Sex? Also ja, so, dass man so kurz vorher drüber redet und dann vielleicht ins Bett geht. Ach so. Ja, das ist selten. Also das ist dann vielleicht 1-2 Mal im Monat. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch nicht besonders erfüllend für dich. Doch. Also, wenn, dann ist das wirklich klasse. Das ist halt auch das Problem. Hast du das Gefühl, dass sie dann auch richtig mitgeht? Oder macht sie das so, weil du das gerne möchtest? Ja, das ist eben für mich das weitere Problem. Das ist, denke ich mal, zu 50% oder vielleicht mehr, ist oftmals halt auch nur sie macht, weil ich ganz gerne Sex hätte. Mhm. Das nicht so toll für sie ist. Mhm. Also wie offen redet ihr über die Problematik? Ich versuche das immer wieder oft anzureden und will auch ehrliche Meinung von ihr haben. Mhm. Und aber sie, denke ich mal, weiß vielleicht sogar, worum es geht, aber weicht eigentlich oftmals aus. Ja, das ist natürlich den meisten auch peinlich, das zu sagen. Wir sind da mittlerweile wirklich in so einem ewigen Fahrwasser, wo es dann natürlich dann auch Sturheiten gibt, wo ich dann auch mittlerweile irgendwie selber drauf gar nicht mehr reagiere und so. Also ein ritualisiertes Gespräch ist das dann? Ist blöd. Ja. Wie war das denn vor der Geburt der Tochter? War das richtig, richtig gut? So richtig gut? Es war auf jeden Fall öfter, wesentlich öfter. Ja, war es richtig gut? Es gibt nie spontan Sex oder so. Mhm. Das war immer schwierig. Also auch selbst blättern wir die Zeit mal ganz zurück, als ihr ein paar Jahre erst oder in den ersten 2 Jahren vielleicht. War das da auch so, dass es nie spontan Sex gab? Selten, ja. Mhm. Also kann Und das lag immer an ihr. Ja, also jedenfalls kam immer der Vorwurf, ja, du willst zu oft oder was weiß ich. Ja. Ich meine, also ich bin jetzt wirklich kein Triebtäter, der täglich Sex bräuchte oder so, aber
was ist? Hast du denn den Eindruck, ich meine, das ist jetzt eine harte Frage, aber ich frage es trotzdem mal, hat deine Frau in all diesen vielen Jahren der Sex mal so richtig Spaß gemacht? Ja. Das schon? Ja, das denke ich schon. Das heißt, dass sie auch einen oder auch immer wieder einen Orgasmus hatte? Ja. Das schon? Mhm. Auch nach wie vor, also das ist auch immer wieder der Fall. Ja. Nur, ja. Du bist unzufrieden. Ja. Du bist unzufrieden und so wie du das jetzt erzählst, könnte es fast so sein, dass das sogar immer schlimmer wird noch, dass sie sich noch mehr zurückzieht. Und dass du noch unzufriedener wirst, wenn das so weiterläuft. Ja, weil ich natürlich auch irgendwo nicht will, dass ich jetzt irgendwo das alles zu forciere oder hergehe und sie in eine Ecke dringe, wo sie dann nochmal rauskommt. Andererseits. Das will ich ja auch nicht. Das ist halt genauso die große Gefahr. Das Schlimme ist ja, dass wenn so etwas passiert in einer Beziehung. Ich meine, grundsätzlich ist ja vielleicht schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen der Wurm drin gewesen, wie du es mir gerade erzählt hast, dass es irgendein Vorbehalt ihrerseits gab. Es mag vielleicht an dir liegen oder es mag in ihrer Vergangenheit liegen. Das weiß ich nicht. Aber wenn es dann so nun mal ist, wie es jetzt ist bei euch, gehört, finde ich mal, ganz viel Souveränität von beiden Seiten dazu, zu sagen, okay, es ist jetzt so, es liegt da und da dran, vielleicht ist sie einfach nicht mehr scharf auf dich. Kann ja sein. Ja, dann muss man das ausdrücken. Und von mir. Ja, und dann muss man gemeinsam einen Weg suchen. Wie ist denn eure Ehe an sich in Ordnung? Ja, das Ding jetzt eigentlich schon. Also wir haben eigentlich alles, was wir bereden können, können wir wirklich bereden. Und klingt aber auch nicht so ganz glücklich. Bitte? Klingt auch nicht so ganz. Ja, es stimmt schon, es wird einfach schwieriger. Klingt eher so ein bisschen wie WG. Richtig, Zweckgemeinschaft. Mm-hmm. Ja. Ertappst du dich halt dabei? Diese Sachen habe ich halt auch schon vorgeworfen oder angesagt, dass das so ist und so und ob sie das nicht stört und so. Und was sagt sie? Ja, ich meine, gut, ich denke mal auch, dass die Liebe, die sie braucht, sie auch vom Kind teilweise dann kriegt dass ihr das reicht. Ja, aber trotzdem. Ich finde das schlimm, wenn das nicht gesprochen wird. Die Leute müssen reden. Und sie redet offensichtlich nicht. Aus Angst vielleicht oder aus Furcht, dich zu verletzen oder ich weiß es nicht. Ertappst du dich dabei, dass du in Gedanken ausschweifst, dass du denkst, ich gehe fremd? Ja, aber das schaffe ich nicht. Also das kommt für mich so eigentlich nicht unbedingt in Frage. Also das. Du warst ihr in all den Jahren treu? Ja. Ja. Und wie ist es so? Ich war es auch in früheren Beziehungen. Also das ist für mich wirklich eine schwere Geschichte, fremd zu gehen, komischerweise. Aber du onanierst schon? Ja. Und wenn du onanierst? Der Druck muss irgendwie. Das musst du. Und wenn du onanierst, an wen denkst du? An was denkst du? Ach, ja, auch an andere Frauen schon irgendwie. Also zumindest hab ich halt gewisse andere Vorstellungen. Mhm. Also. Fragt sie dich, ob du onanierst? Ist das ein Thema schon mal gewesen? Ja. Ah ja. Mhm. Macht sie es auch? Nein. Und wenn du sie das... Gesagt, also sie hat halt einen Kaiserschnitt und irgendwie, ich weiß nicht, also medizinisch bin ich da jetzt nicht so drauf, dass da vielleicht irgendwelche Sachen verletzt wurden, dass da vielleicht. Stimulation nicht mehr da ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, aber die Grundlage, das herauszubekommen, wäre die Bereitschaft, darüber zu reden. Einmal mit dir oder mit ihrem Arzt und dass das einfach mal als Thema auf den Tisch kommt. Das muss sie machen, um letztendlich, glaube ich, eure Ehe zu retten. Ja, stimmt. Würde sie denn zu einer Eheberatung gehen? Ja, ich denke ja, also das ach, das wird sie auch schon angeraten oder was weiß ich. Und vor allem, weil sie sagt auch selber, also wenn Beziehungen auseinandergehen, dann ist es immer eigentlich wegen dem Sex. Mhm. Also ja, nicht immer, aber ja. Aber Christian, wenn ich meine, das ist doch schon mal die halbe Miete, wenn sie bereit ist, zu einer Eheberatung zu gehen. Und du ja sicherlich auch. Ja. Ja, dann mach das doch. Es ist eine Chance. Es muss nicht funktionieren. Es kann auch nichts bringen, aber macht es so schnell wie möglich. Vielleicht taut sie ja in Anwesenheit einer dritten Person, eines neutralen Fachmanns, auf. Und da kommen Sachen auf den Tisch, die vielleicht ganz interessant und auch hilfreich wiederum für dich sind, um sie zu verstehen. Warum habt ihr es noch nicht angegangen? Ja, sie hat ja auch sogar Initiative ergriffen und hat das Schlafzimmer jetzt mal ein bisschen umgestaltet und hat gesagt,
hat sich ein tolles Buch gekauft, wo es halt um Liebe geht oder beziehungsweise um Stimulation an sich. Ah ja, ah ja. Das fand ich also jetzt schon mal toll. Finde ich auch toll. Gut. Barry Long, der Weg nach innen oder was weiß ich, oder irgendwelche anderen Sachen, ja. Ging es auch um Liebe und das fand ich schon toll, dass sie selber Initiative. Also das heißt, die beschäftigt sich mit dem Thema? Und bitte? Das heißt, sie beschäftigt sich schon auch mit dem Thema und das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Sie zeigt eine gute Absicht. Ja, aber das waren dann immer nur leider Gottes immer nur so kurze Geschichten, die dann wieder erloschen sind. Egal. Wer weiß, was vielleicht in einer solchen Gesprächssituation auf den Tisch kommt, was sie an dir auszusetzen hat. Vielleicht ja, kommen da Sachen und überhaupt. Ja. Also, das verunsichert einen natürlich auch mehr und mehr, weil man natürlich das auch auf sich projiziert. Und definitiv, sagt, definitiv. Ich sag, Mensch, machst jetzt was falsch oder ich frag sie dann aber auch so und irgendwie. Naja gut, wenn sie dann zum Orgasmus kommen, dann kann man ja irgendwie, denke ich mal, zumindest rede ich mir das mal ein, dass wir nicht so viel falsch machen. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, vielleicht reicht ihr die Liebe zu und mit dem Kind auch. Ja. Hat das zur Folge, dass du vielleicht so ganz, ganz andeutungsweise manchmal eifersüchtig auf das Kind bist? Überhaupt nicht. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Um Gottes Willen. Nein, erstmal... Also das Kind ist euer Glück. Toll. Dass das so ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite hätte das Kind das ja in keinster Weise verdient. Ja, also sehe ich auch so, aber ich wollte es fragen, es kann ja sein, manchmal empfinden Menschen ja ganz irrational und ja. So, Christian, also ich finde, so schnell wie möglich solltet ihr das organisieren. Wir sind dir jetzt gerne behilflich und geben dir eine Anlaufstelle in deiner Umgebung und dann müsst ihr beiden das organisieren und rangehen. Ja, dann sage ich vielen Dank. Ja, dann legst du bitte auf und wir, das heißt meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich jetzt gleich an. Alles Gute wünsche ich. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Mike. Mike ist 27. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Mike. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich rufe dich an, weil es, ja sag ich mal, im Endeffekt ein akutes Thema ist, gerade für mich. Ich habe es eben den Leuten aus der Regie schon halbwegs angerissen. Mein Problem ist eigentlich, dass meine Freundin mir gestanden hat jetzt, dass sie nach, sag ich mal, einer ganz längeren Zeit Beziehung eigentlich, jetzt irgendwie trotzdem, von ihrem Chef verführt wurde und das inzwischen regelmäßig stattfindet und sie sich davon auch nicht wirklich lösen kann, weil sie irgendwie jetzt so festgestellt hat, dass sie diesbezüglich irgendwie auch eine sexuelle Neigung ausleben kann. Wie gesagt, sie hat eine devote Ader, die sie so bei mir halt nicht ausleben kann, weil sie dann sagt, es ist nicht mehr möglich, irgendwie danach, wenn man nächsten Morgen zusammen aufsteht, sich wieder ganz normal Frühstück gegenüber zu sitzen. Sagen wir mal die Grundfakten. Wie lange seid ihr beiden zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre. Und wie lange läuft das jetzt mit dem Chef schon? Nur seit 2 Monaten. 2 Monate. Und hat sie das dir gebeichtet oder bist du ihr da irgendwie auf die Schliche gekommen? Nein, also sie hat irgendwie regelmäßiger jetzt so Geschäftsessen und die gehen halt irgendwie teilweise ganz schön lange. Und ja, da habe ich mich mal gewundert und habe sie einfach mal deutlicher darauf angesprochen. Und sie ist da eigentlich auch relativ ehrlich. Und hat es dir gleich gesagt. Aber, ja, damit, aber da musst du doch auch vom Glauben abgefallen sein, was? Wenn ihr 7 Jahre zusammen seid, ist schon mal früher irgendwas passiert? Dass nee, eigentlich nee, nicht. Also umso schlimmer, als sie dir das dann gebeichtet hat. Und dann auch noch in so einer bizarreren Form, also in einer Sexform, die ihr eben nicht so miteinander lebt. Ja, richtig. Das ist ja das Verrückte auf der anderen Seite. Es ist ja so, dass ich ihr das trotzdem glaube, dass sie mich liebt. Und sie will sich auch in keinem Fall trennen, ich mich auch nicht. Und ich schätze auf der einen Seite auch diese Ehrlichkeit, aber zerreißt dann halt trotzdem. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, 2 Monate ist noch nicht so sehr lang. Wie oft haben die schon? Also ich kann es dir nicht so genau sagen, aber es sind schon einige Male gewesen. Also und sie sagt, dass ihr Herz nicht daran beteiligt ist, also dass sie nicht verliebt in den Typ ist? Genau. Das ist eine reine Sex... Sie ist devot, es ist eine SM-Beziehung? Ne, SM noch nicht mal, sondern irgendwie... So ein bisschen. Also ich denke, sie macht halt das,
was er anscheinend möchte. Also er gibt dir da irgendwelche, sag ich mal, Befehle oder Aufträge und... Aber die Details hat sie dir auch noch nicht so genau erzählt, was die da machen. Doch, so ein bisschen schon halt, was den Tagesablauf. Also sie geht jetzt auch nur noch mit Strapse zur Arbeit, immer unterm Rock, manchmal mit nichts drunter. Also es ist jetzt nicht irgendwie so SM-Geschichte, wie du es gerade gesagt hast, sondern einfach, ja, wie soll man sagen, also eher so, glaube ich, auf verbaler Ebene wird sie ein bisschen erniedrigt und das findet sie irgendwie cool. Und das. Aber es kommt dann auch zum Geschlechtsverkehr. Ja, definitiv. Definitiv. Wie nah ist sie an, arbeitet sie mit ihrem Chef zusammen? Also sie ist direkt im Geschäftszimmer sozusagen. Also direkt, die haben den ganzen Tag miteinander zu tun. Ja. Und das ist da in der Firma, wo sie arbeitet, geheim, dass die beiden... Genau. Ja, weil das bringt ja auch gewisse Komplikationen mit sich in einer Firma, wenn das dann rauskommt mit Chef und. Ja, das, davon kannst du ausgehen. Ja. So, jetzt stehst du da. Sie hat es dir erzählt. Und wie, ja, was bietet sie denn an? Hat sie zu dir gesagt, ja, das musst du jetzt hinnehmen, sonst. Nein, das hat sie nicht. Also, sie hat auch, ja, ihr kamen auch die Tränen dabei. Sie hat auch gesagt, sie könnte es verstehen. Wenn ich mich von ihr trenne, das wäre für sie halt die Katastrophe, aber sie kann sich zurzeit einfach nicht davon. Also sie hat es als Bann beschrieben, sozusagen. Sie ist so in dem Bann drin. Und, wie alt ist sie? Sie ist jetzt 26. Mhm. Ist das zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie das entdeckt hat, dass sie auf so eine Rolle in der Sexualität steht? Also vorher wäre mir nichts bekannt. Mhm. Mhm. Ja, das kann natürlich sein, wenn so etwas latent in einem ruht und das ruht immer irgendwie in einem. Das fällt nicht von heute auf morgen in eine Psyche runter. Und wenn das dann rausgekitzelt ist, dann ist das natürlich schwer zu bändigen, wenn sie dabei große Lust empfindet. Und das scheint der Fall zu sein. Ja, das ist halt das Problem. Und trotzdem, also ich weiß ja im Endeffekt, wann es passiert und ich glaube hier auf der anderen Seite halt trotzdem, dass sie mich liebt. Also sie bringt mir halt auch trotzdem immer noch so eine Wahnsinnswärme. Und man merkt auch, dass es ihr unangenehm ist, was da passiert. Aber ist natürlich für dich, ich glaube ihr wirklich, das ist das Problem. Ich glaube ihr wirklich, was sie mir sagt und sie leidet, glaube ich, auch darunter. Ja, okay. Ich finde immer, der am meisten Leidende bist du im Moment. Das ist natürlich auch heftig. Das heißt, du weißt sogar die Stunden, wann es passiert. Dann sitzt du zu Hause und weißt jetzt, lässt meine Frau sich gerade beschimpfen und dann geht's richtig zur Sache mit dem Chef. Sozusagen, ja. Und dann kommst du irgendwann nach Hause und du weißt, es ist geschehen. Das ist natürlich schon heftig. Richtig. Wie ist denn euer Sex, wenn ihr miteinander schlaft? Also, was soll ich dazu sagen? Also ich denke, das ist eigentlich ja normal. Kannst du überhaupt noch unbefangen jetzt mit ihr schlafen? Da wäre ich, glaube ich, völlig irgendwie verspannt. Nein, das ist halt auf der anderen Seite irgendwie manchmal, wenn sie sowas erzählt, ist es auch, klingt jetzt vermutlich verrückt, aber es ist irgendwie auch trotzdem inzwischen ein bisschen interessant. Ja, also auch so, wenn sie Sachen erzählt, es erregt einen sogar teilweise. Es erregt dich teilweise? Genau, das ist ja das Verrückte. Aber das ist dann halt immer nur in dieser Phase und dann hat man auch Sex und danach denkt man aber danach nochmal darüber nach und dann weicht das halt wieder einem Gefühl, was eher schmerzhaft ist. Mhm. So, jetzt wäre ein, was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt die Möglichkeit, dass du sagst, nee, pass mal auf, das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht, ertrag das nicht. Stell es ein oder wir trennen uns. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass du sagst, okay, ich liebe dich und ich glaube dir jetzt, dass du mir sagst, dass du mich auch liebst und dass herzensmäßig zwischen dir und dem Chef nichts abgeht. Ich versuche das zu tolerieren, dass du da eine Sexualität lebst, die mit unserer gar nichts zu tun hat. Aber das ist schon, da musst du schon sehr groß sein, wenn du das aushältst. Du liebst deine Freundin sehr. Allerdings. Mhm. Es ist, wie gesagt, also es hört sich wahrscheinlich jetzt für die meisten sehr verrückt und abstrus an, aber das ist halt einfach auch nicht schwer zu beschreiben. Also ich wäre sonst auch nicht auf die Idee gekommen, also ich höre oftmals bei denjenigen zu, die dich anrufen, und ich finde halt immer, dass du
einen guten Tipp für dich. In Anbetracht der Sache, ist der Tatsache, dass das erst 2 Monate läuft, könnte man ja auch mal so eine Überlegung vielleicht ins Auge fassen, dass du dir so sagst, okay, ich will die Frau nicht verlassen. Das höre ich so daraus, dass du die nicht verlassen möchtest. Stimmt das? Ja. So. Ich will die Frau nicht verlassen. Ich lasse mich mal, sagen wir mal, für ein halbes Jahr oder so auf so ein Spielmodell ein und beobachte mich mal dabei, was das mit mir macht, ob ich das aushalte, wie ich mich verändere, wie vielleicht sogar meine Gefühle zu ihr verändert werden. Und es ist auch interessant, vielleicht zu sehen, wie sie damit umgeht oder damit umgehen kann, dass du einfach quasi diese Entscheidung etwas vertagst und mal so die Realität auf dich wirken lässt. Denn ich glaube, ich habe so ein Gefühl, wie du das jetzt so geschildert hast, dass du nicht der Typ bist und sagst zu ihr morgen, pass mal auf, ich oder der. Ja, stimmt. So, und dann wäre vielleicht so ein Modell, dass man sagt, wir machen, versuchen es mal 3 Monate noch. Oder man muss sich ja an einer Zahl festhalten. Und ich glaube ja, ich bin ja fast sicher, dass du nach einer gewissen Zeit es einfach in dir spürst, ob das geht oder ob das nicht geht. Und wenn es dann nicht geht, dann hast du wirklich die tiefe innere Überzeugung. Im Moment ist das noch ein bisschen theoretisch. Vielleicht ist die Verletzung nach 5, 6 Monaten so groß, dass du sagst, definitiv nein, 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 nein. Vielleicht ist es nach ein paar Monaten aber auch für sie so, dass sie sagt, ich fühle mich zerrissen zwischen der Loyalität meinem Freund gegenüber und ich kann es nicht. Breites Feld, sag ich. Ja, aber es gibt sonst keine Möglichkeit. Es sei denn, sie sagt von sich aus, sie verzichtet darauf, aber du hast es mir gerade so dargestellt, dass sie wie Jack drauf ist, ne? Oder? Ja, ich habe eher den Eindruck, sie kann sich gar nicht mehr so richtig dagegen wehren, dass sie in diesem Bann ist und wie gesagt, also es geht manchmal im Büro da schon zur Sache, manchmal halt beim Geschäftsessen oder danach, beziehungsweise ich sehe auch, wie sie sich dann fertig macht und es ihr dann halt auch unangenehm, wenn ich weiß, sie macht sich jetzt fürs Geschäftsessen fertig. Mhm. Und, ich sag dir mal so ganz... Ich habe mich ja mal hingesetzt und dann hat sie halt, sie hat halt wirklich auch eine tolle Figur und hat sich dann mit super sexy angezogen, mit Straps und einen tollen Rock drüber, aber halt auch nichts drunter gehabt sonst und also, das ist schon verrückt eigentlich. Also, weißt du mal, ich sag dir mal so ganz wirklich ganz privat so, sage ich dir von als Jürgen zu Mike. Diese Konstellation, wie du die jetzt beschreibst, die ganze Zeit beschrieben hast, ich könnte das nicht. Ich wüsste jetzt schon, dass ich es nicht kann. Weißt du, wenn die mal einmal im Monat irgendwie mal irgendwo eine Session mit eine SM-Session hätte, würde ich ja sagen, okay, komm Mädchen, mach und gut. Aber das ist ja so nah an dir dran. Und das ist so permanent, da die ja nun permanent mit dem Typ zusammen ist. Ich glaube, ich würde ja keinen inneren Frieden finden. Ich würde da irre bei. Ja, also das beschreibt eigentlich meine innere Gefühlslage auch ganz gut. Auf der anderen Seite stehen da natürlich wieder aber auch eine ganze Menge Gefühle, die auch nicht von der Hand zu... Ist mir klar. Und das ist auch eine lange Zeit, wo ihr zusammen wart. Dann versuch es doch mal so anzugehen, dass du einfach mal dir noch ein bisschen Zeit, dir und euch ein bisschen Zeit gibst. Das kann jetzt 1 Monat sein, das können 3 Wochen oder vielleicht auch 3 Monate sein. Ich bin sicher, dass du dann mehr weißt und auch klarer für dich entscheiden kannst. Würdest du denn an meiner Stelle auch immer irgendwie Größe zeigen und in dem Bezug, dass du sagst, oder bezüglich dessen, was du sagst, dass man dann selbstbewusst dazu kommt, erzähl mal, was ist passiert und dann versucht so möglichst so da drüber zu stehen oder würdest du versuchen, so interessiert mich gar nicht, will ich gar nicht wissen, was da war oder meinst du, ist es gerade der bessere Weg zu sagen, ja, interessiert mich mal, erzähl mir mal, was da abging. Vielleicht einmal und dann wäre es auch gut. Ich will es nicht ständig, wollte ich nicht, dass mir da in der Wunde gebohrt wird, nee. Also, ist schwierig, Mike, ist wirklich schwierig, ist verdammt schwierig. Da sprichst du mir aus der Seele. Ja, also wie gesagt, gib dir mal ein bisschen Zeit noch und mail mir mal, wie es vielleicht so in 2 Wochen aussieht. Vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal. Ja, also würde ich gerne machen. Ja, würde ich auch gerne machen. Ja, komm, wir vereinbaren einfach jetzt in 2 Wochen, unterhalten uns nochmal. Ja, okay? können wir so machen. Ja, dann wird meine Redaktion das vermerken und dann rufen wir dich wieder an. Und dann sehen wir weiter. Ja, würde mich freuen. Okay. Mike, bis in 2 Wochen.
Ja, ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben, weiter geht es mit der Manuela. Manuela ist 36 Jahre alt. Hallo, guten Morgen. Hallo? Ja, guten Morgen. Ja, Manuela, du hörst mich? Ja. Das ist prima. Um was geht's denn bei dir? Ja, mein Freund trägt halt gerne Frauenklamotten. Zum Beispiel Strumpfhosen. Ja. Strumpfhosen, was noch? Korsett. Ja. Und? Ja, und da fühlt er sich halt sehr wohl und ich wollte mal fragen, ob das alles so normal ist. Ich meine, mich stört es nicht, aber... Was ist schon normal auf der Welt? Ja. Also der Norm entspricht es sicherlich nicht, aber wie lange weißt du das denn schon? Ja, also wir sind jetzt 6 Jahre zusammen und seit 3 Jahren bestimmt. Ah ja. Hat er es dir gesagt oder hast du irgendeinen Fummel unterm Bett gefunden? Ich habe mal was gefunden, ja. Ehrlich? Hast du was gefunden? Mhm. Und da hast du wahrscheinlich erst gedacht... Darmschlüpfer und irgendwie so ein Darmumhang. Aber da denkt man doch sich am ersten Moment, der Typ ist mir fremdgegangen, der hatte eine andere Frau hier im Haus. Genau, ja, dachte er auch, ist ja völlig abartig und sammelt ja irgendwelche Stücke von irgendwelchen Frauen. Ja. Ja, bis er hat gesagt, ist noch von seiner Ex-Frau hier gewesen in Schubladen. Mhm. Also erst hat er halt alt abgeschritten und jetzt läuft er halt so rum immer. Ja, wann läuft er da mit rum? Ja, immer wenn wir zusammen sind eigentlich. Aber ihr wohnt... Also er hat 2 Kinder noch und die sind halt außer Haus und wenn wir uns treffen, dann... Achso, ihr wohnt nicht in einer Wohnung? Nee. Achso. Und wenn ihr euch trefft, wie auch wenn ihr euch draußen trefft? Nee, draußen nicht. Nee. Also bei ihm also in der... da würde ich es gerne mal haben. Da würdest du es gerne haben? Wenn er so rumläuft, ja. Na klar, dann kann er auch mit mir mal so auf der Straße gehen. Da würdest du mit ihm als Frau so schlendern gehen wollen. Ja, auf jeden Fall. Brezelt er sich denn obenrum auch auf, so mit Make-up und Haare, Perücke und weiß ich was alles, Wimpern? Nee, weniger. Also es geht mehr so um die Klamotten, die er anhat. Ja, genau. Auch Frauenschuhe, Pumps und so? Würde er gerne auch. Das ist auch. Schlecht in seiner Größe, schwer zu finden. Welche Größe hat er denn? Ich glaube 45. Ah ja, gibt's doch alles. Gibt's doch alles. Gibt's doch alles, hast du gehört. Ja, so, dann besuchst du ihn und dann begrüßt er dich an der Tür als Frau, quasi. Ja. Also er ist angezogen als Frau. Hm, genau. Und oder er zieht sich später um. Bitte? Oder er zieht sich halt später um. Ja. Also, nachdem ich gekommen bin. Warum macht er das gerade, wenn du kommst? Na, weil er meint, ich finde es schön irgendwie. Oder er hat immer gesagt, ich habe ihn dazu gebracht, dass er sich so anzieht. Ich weiß nicht warum, aber... Wie? Ich dachte, dass er vorher schon so einen Spaß... Ja, ich habe mal was entdeckt gehabt, aber er hat mir halt immer eingeredet, dass es durch mich irgendwie kommt, weiß ich nicht. Wie lange hat er das denn, bevor du das dann richtig kapiert hast, wie lange hat er das denn schon gemacht vorher? Also er hat gesagt, nur durch mich. Und das waren halt alte Sachen, die ich gefunden hatte. Ach so... Ja, aber wie gesagt, das ist für mich irgendwo eine Ausrede und... Ja, wie durch dich? So verstehe ich nicht. Durch dich? Weil du alte Sachen da liegen lassen hast? Nee, weil er meinte immer zu mir, ich möchte ihn irgendwie umwandeln oder irgendwie so. Warum meinte er das denn? Weiß ich nicht. Ja, bist du so ein bisschen... Ja, gleich mal Klartext. Gefällt dir das, wenn er so ein bisschen als Frau rumrennt? Bitte? Gefällt dir das, wenn er so ein bisschen als Frau rumrennt? Ja, ist lustig. Naja, lustig reicht mir nicht als Antwort. Ja, also, findest du es gut? Also find ich's nicht, nee. Geil findest du es nicht? Nee. Aber es ist okay. Ja. Bitte? Ich akzeptiere es. Ja, also du könntest aber auch gut darauf verzichten. Ja, also ich brauch's nicht. Aber dann ist ja sonderbar, dass er dir sagt, du hättest ihn dazu gebracht und du hättest ihn irgendwie gedrängt dazu. Das ist sonderbar, finde ich. Ja. Weiß ich gar nicht, wie er darauf kommt. Also irgendwie muss ich so eine Art drauf haben oder was, dass er das denkt. Weiß ich nicht. Und du bist ganz sicher, dass der das früher noch nie gemacht hat? Vor dir? Vor eurer Beziehung? Ich wüsste es nicht, jedenfalls. Ja. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist, muss ich erst mal rechnen. Na, ungefähr. 43. 43, ja. Ja, also ich meine, weißt du, wenn du mir sagst, du kannst damit leben, es ist ja mehr oder weniger egal. Ja. Und er hat offensichtlich Spaß daran. Ja. Ja, dann lass es doch einfach so laufen, oder?
Aber mit schwul oder so kann das nichts zu tun haben oder bi? Nö, nicht unbedingt. Nein. Es gibt durchaus Männer oder viele, weiß ich nicht, aber es gibt dieses Phänomen schon, dass Männer Spaß an Frauenkleidung haben, sich gern als Frauen anziehen. Die sind nicht schwul. Nein, das muss es nicht bedeuten. Hast du Sorge, dass er eventuell eine schwule Ader hat? Also so einen Eindruck macht er mir eigentlich nicht. Ja. Und das läuft aber sonst zwischen euch beiden so im Bett auch okay? Ja, auf jeden Fall. Oder hast du nicht Sorge, dass er irgendwie ein bisschen schwul ist? Nee, eigentlich nicht unbedingt. Nee. Also das ist jetzt deine Hauptsorge gewesen, dass da eventuell sowas hinterstecken könnte? Ja, das ist X, dass er sich vielleicht nicht wohlfühlt in seinem Körper oder sowas in der Art. Wie ist es denn für ihn, wenn er als Mann rumläuft? Er wird ja wahrscheinlich zur Arbeit als Mann gehen und du hast gerade gesagt, er geht raus. Ja, wie gesagt, also auf der Straße und so, halt ganz normal als Mann, nur zu Hause. Ist es denn dann für ihn auch okay? Oder hast du den Eindruck, dass er lieber, also wenn er so ganz frei entscheiden könnte, dass er eigentlich immer lieber als Frau rausginge? Nee, ich glaube, das ist ihm unangenehm. Ja, unangenehm wegen der Reaktion, oder? Ja, genau, ja. Ja. Ich meine, wenn er so rumlaufen könnte, wie er wollte und keiner reagiert darauf, dann wäre es bestimmt okay für ihn. Ja. Also. Merkst du denn, dass das auch so intensiver wird, dass er sich also vielleicht noch mehr Klamotten kauft oder dass er sich vielleicht doch im Gesicht mal ein bisschen... Ja, ich glaube, es wird schon langsam intensiver. Wird intensiver. Mhm. Mhm. Also, aber so Wimpern ankleben, Lippenstift und so, das macht er noch nicht? Ja, Lippenstift auch manchmal. Das auch schon manchmal, ja. Wie ist das dann für dich, wenn du dann ihn küsst? Dann küsst du ja zwar ein Mann, aber der so ein bisschen aussieht wie eine Frau. Ist das noch okay? Nicht so. Nicht so. Weiß er das, dass dich das, also zumindest sexuell, nicht anmacht? Weiß er das? Ich glaube nicht. Musst du ihm sagen. Musst du ihm sagen. Also du merkst, wenn du, ich stoche da so ein bisschen rum und suche das Problem. Ja, so wirklich gibt's eigentlich keins, aber so, dass ich das halt nicht so ganz normal finde. Ja, ist es auch nicht ganz normal. Aber es ist auch nicht schlimm. Also, mein Gott, wenn er da seinen Spaß dran hat, normal, was man so als normal bezeichnet, ist es natürlich nicht. Nein. Aber wenn du dich damit arrangieren kannst und, also ich finde interessant, und das kannst du ja mit ihm auch mal besprechen, wie stark das bei ihm ist. Ob das so stark ist, dass er sich vielleicht sogar im Geheimen wünschen würde, auch vom Körper her eine Frau zu sein. Oder ob es, also das hat er bis jetzt immer abgestritten, dass er nicht möchte. Ganz eine Frau sein. Also es kann ja dann sein, dass es sich irgendwie so einpendelt, so auf diesem Bereich des Anziehens und das sich zurechtmachen. Ja, genau. Hat er irgendwie Kontakt zu anderen Männern, die auch sowas machen? Nee. Nee, wüsste ich jedenfalls nicht. Vielleicht im Internet, keine Ahnung. Hast du keine? Oh. Du klingst so, als würdest du aus Berlin anrufen. Ja, genau. Ich hab's doch schon gehört. Er war auch noch nie so in nachts in irgendwelchen Kneipen, so Szene-Kneipen. Nee, dass ich wüsste. Also ich würde es ganz normal erstmal so laufen lassen, Manuela, solange du damit leben kannst. Ich würde ihm aber auch mal klar sagen, dass das sexuell für dich nicht reizvoll ist. Und ich habe auch mal die Angst halt, dass er wirklich im falschen Körper irgendwie steckt oder so. Ja, aber das kann man ja rauskriegen, indem man sehr viel redet. Du musst ihm so eine Vertrauensbasis hinlegen, dass er dir wirklich viel erzählt. Das finde ich wichtig. Ja, das mag ich eigentlich schon. Ja, noch mehr vielleicht, demnächst. Ja? Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir, Manuela. Ja, danke schön. Tschüss. Okay, tschüss. Dank, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche von uns. In der Technik waren alte E-Mails. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Jetzt möchte ich euch noch mal einen Hinweis geben. Zurzeit läuft auf WDR 5 und auch im ARD Kanal 1 Festival das große Literaturmarathon, organisiert im Rahmen der Lit Cologne hier von den Kollegen von WDR 5. Große Werke der Weltliteratur werden dort vorgelesen von prominenten Kollegen, und der 1 Live Kollege Mike Litt moderiert die Sendung zurzeit. Also wenn euch das interessiert, mal umschalten auf WDR 5 oder 1 Festival. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.